Willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich bin mal hier auf Exegol gelandet. Ich bin mir gerade im freien Spiel. Wir haben ausgezeichnet. Wir haben gerade in der letzten Folge haben wir, ich erkenne jemand anderen, wenn es geht. Wir haben in der letzten Folge, ach, ich muss noch die ganzen Charaktere freischalten. Wo ist Mr. Bones? Hätte ich mal gerne. Ich lasse uns freischalten, ne? Hier da. Alter. Ach ja, aber jetzt so eine Knochenrüstung, genau. So, oh, sieht richtig cool aus hier mit den Sternzerstörern überall. Und ja, in der letzten Folge haben wir Episode 9 abgeschlossen und somit alle Episoden des Spiels hinter uns gelassen, ne? Und ja, ich bin schon mal hier auf Exegol gelandet und ja, das könnte ja vielleicht der letzte oder vorletzte Part sein, was interessant ist, ne? Ich habe nicht gesehen, dass da hier so viele 21 1, ne? Anscheinend ist das hier Episode 4 bis 6 vom Ladebildschirm aus, ne? Aber okay. Diese Sachen fehlen uns noch, ne? Wir gehen noch mal in die letzte Level irgendwann rein, wenn wir alles fertig gemacht haben, um die Herausforderungen und so abzuschließen, und dann haben wir hier alles erledigt, ne? Und sind fertig mit dem Spiel, ne? Sehr interessant. Ich wollte ja letzte Mal noch so ein bisschen freies Spiel machen, aber die Credits waren ja echt brutal lang, ne? Also ich, das habe ich noch nie gesehen, dass die Credits so lang waren, wie 58 Minuten, und die Hälfte davon, so die letzten 20-30 Minuten, waren so noch hier Copyright und so was, ne? So Copyright und die Lizenzen von dem Spiel und so was, ein bisschen gestört ist, ne? So was packt man eigentlich normalerweise nicht in die Credits rein, ne? Aber ja, die haben es gemacht, und ja, ich habe so eine halbe Stunde habe ich ungefähr gezeigt, und dann habe ich mir gedacht, ne, das schneide ich euch raus, ne? So, ich glaube, das hier dürfte das letzte Fahrzeug sein, ne? Also in dieser Folge müssten wir eigentlich eine Menge Trophäe heute bekommen, ne? Die Vergütung im Wrack. Mission abgeschlossen. Okay. Ich muss ja mal freischalten, ne? Also heute werden bestimmt eine Menge. Ich will das Spiel heute abschließen. Also vielleicht nicht in diesem Part, aber heute definitiv. Und ja, das könnte hier sehr trophäenlastig werden heute oder im nächsten Part. So, ich habe eine Menge Charaktere freischalten, die ich noch nicht freischalten konnte, ne? Müssen wir mal machen. Leia im Training. Wir haben Ben Solo hier. Wäre doch gut, ist er ja, aber am Ende, ne? Ich glaube, eine Version von Luke haben wir noch nicht, ja. So, die müssen wir alle langsam aber sicher freischalten, ne? So, hat Leia dann. So, das hier ist hier Tech, ja, das ist von Bad Batch, glaube ich, ne? Wir müssen mal hier durchgehen und alle Charaktere mal nachschauen, die wir uns noch fehlen, ne? So, hier fehlen uns noch zwei. Wo? Zwei fehlen uns hier. Da ist eine Person und noch irgendwo jemand. Ich will mal Leia Training sehen, ne? Oh, das ist anscheinend nicht sie hier. Leia, Endor, Jogdorf, Hoff. Okay, wo ist er dann? Oh, hier Rose haben wir noch nicht. Stimmt, sie haben wir mal freischaltet, ne? Episode 9. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie da überhaupt vorgekommen ist. So, ah ne, Leia ist dann unter Jedis, ne? Hier. Das Imperium darf nicht aus. Die Allianz muss siegen. So, okay. Kann man alle Sachen hier freischalten? Ich glaube ja.
Ja, Macht, unbegrenzte Macht. So, das haben wir erledigt. Cool. 6 Nebenaufträge. Wenn wir uns ranhalten, kriegen wir vielleicht sogar noch in dieser Folge. Ne? Aber ich meine, das wird vielleicht nichts. Ne? So, die ganzen Ritter von Rennen. War einer von denen? Kado. Hm. Alles klar. Ich habe gehört, hier Kylo Ren soll irgendwie so ein Titel sein und nicht den sein Name, ne? Deswegen heißt die Ritter von Ren, ne? Soll irgendwie so mal eine Person in der Geschichte gewesen sein oder so. Hey, die habe ich letztens als Figuren bekommen. Jet-Truppler und den Sith-Truppler. Davon habe ich 2. Ne, davon habe ich 1 und von den Jet-Truppler habe ich 2. Richtig coole Figuren. Und so ein Spinnroiden war das, glaube ich. Ne, da war der Klon Z. Das habe ich als letztes gebaut. War so ein Speed aber dabei. Crutchen. So, noch jemand. So. Alle sind hier. Protokolldruide. Tipp. Alles klar. Okay, das sieht gut aus. So, weiter geht's. Wir müssen ja einige Steinchen uns sammeln. Ne? Exegol ist der einzige Planet, der uns hier noch fehlt. Da kommen wir bestimmt irgendwie von hier hin. Ne? Und ja. Je nachdem, was wir hier alles machen müssen und was nicht, könnte er hier fertig werden, fertig sein heute oder nicht. Boah. Am Schurken auch so Greifhaken? Nee. Okay. Das sind dass wir bald fertig sind, ey. Lange ist es her. Oh mein Gott, ich glaube nicht, dass das ist das so gedacht. Ich fühle mir sehr ich fühle mich sehr unsicher hier oben. Ja. Oh, da oben sind Dinger zum Festhalten. Okay, ich habe nicht Kreisgerücht, ich habe R2, ich weiß. Ich habe gar nicht den Ziehen-Knopf gedrückt, ich habe R2, ich habe geschossen die ganze Zeit. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Kreis gedrückt. So, ich möchte hier gerne loslassen, wenn es geht. Komm auf Exegol. Spielen wir mal den Imperator. Und zwar. Ich auch noch nicht. Sag mir doch. Ich bin jede Stimme, die du jemals gehört hast. Okay. Was ist das hier jetzt so? Wichtig aus. Okay. Hier geht's runter. Ah, nein. Aber hier. Krisen-Einsatz. Echt extra. Es soll mit der Produktion unserer Flotte von Sternzerstörern begonnen werden. Nahe unter der Oberfläche von Planeten, damit sie in vielen Jahren schön eindrucksvoll aufsteigen können. Der immer noch das goldene Lichtschwert, nee, ne? Hat er ja verloren, ne? So, ich muss mal hier kurz drauf gehen und da hingehen, ne, wenn es geht. So. Das ist dem einzig wahren schlecht, ne? Imperator würdig. Stimmt, der ist ja nur ein Klon, ne? Die restlichen Missionen müssten ja irgendwo hier sein, ne? Hier haben wir eine. Welch grausame Verwüstung ist an meinen Stadt angerichtet worden. Es ist mein einziges Ziel, dieses schöne Obelisken zu halten, und die Schlacht dort oben hat mir viel zusätzliche
Arbeit befreit. Hinfort, damit ich meine Regierung Reinigung fortfahren kann. Tut mir leid, dass ich mein Lichtschwert so durchgedrückt habe, ne? So. Da, dann haben wir hier. So, ich mache jetzt alle Bonus an, mein Gott. Aber jetzt haben wir ja schon alles durchgemacht, ne? Jetzt macht es keinen Unterschied mehr, finde ich. Meine Macht wird jetzt hier aktiviert wieder, meine unbegrenzte. So. Weil jetzt muss ich aber sicherstellen, alles zu bekommen. Okay. So. Huh. Ich werde nicht versagen. Wofür brauche ich das? Ich habe keine Angst. Ich kann das jetzt. Ich habe keine Angst. Ich kann das jetzt. Oh, ich sollte reinpacken, ne? Ja. Aber da unten war auch eins, glaube ich, ne? Oh Gott, wie muss ich das denn hier machen? Hi. Warte. Stimmt hier, ne? Dann kann ich die eine Stufe hier überspringen, ne? So. Das ist natürlich praktisch, dass das Ding jetzt hier runtergefallen ist, ne? So. Kannst du das Ding ja mal nehmen? Ich wollte schon sagen, wenn du jetzt da runtergefallen bist, ne? So. Ein Da. Nicht in das erste, in das zweite, bitte. Ne? Oder? Ja, ich weiß nicht. Ja. Boom. Eine hochverdiente Belohnung. Statue besichtigen. So. So, wo ist der Wookie? Da unten ist eine Charaktermission. Ist ein bisschen schlecht beleuchtet hier, alles sieht so schwarz aus hier. Ein letztes Stück, was denn? Weiß nicht, was ich hier mache, aber es wird schon mal bringen, ne? Wir sind ja alle auf der gleichen Höhe. Ja, da hört man irgendwie so, wie sich das so einhängt. Ich möchte unbedingt mein eigenes rotes Lichtschwert besitzen. Wie du siehst, versuche ich einen Kyber-Kristall zu manipulieren, um rot zu werden. Fehlt mir ein letzter Gegenstand. Ich brauche einen Sith-Artefakt, der von dunkler Energie durchdrungen ist. Der Imperator war nicht der Typ, der mit solchen Gegenständen herumprotzt. Also hat er die vielleicht irgendwo geheim aufbewahrt. Hast du das? Hast du das, Perlmeister? Keine Ahnung wo. Nimm das, Spinne. Mal hier. Aber da so ein Teil. Na, was will ich denn hier machen? Eine Snoke, ne? Okay. Nein. Nochmal bitte. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, drei. Ha. Snoke.
Machen wir uns einen eigenen Klon hier wieder. Was? Erlebe meine Macht. Der Bastel-Snoke. Snoke. Oh, stimmt, wir hatten gar nicht Snoke, ne? Schon gewundert, ne? Snoke hat man noch gar nicht freigeschaltet. Dann muss vernichtet werden, bevor er Skywalker erreicht. Knie vor dem obersten Anführer. Der hat auch nicht mal ein Lichtschwert. Oh mein Gott, das ist Alarm. So. Hier irgendwo ist ein Datenpad. Das Tarkin. Ne, das ist der eine Typ, ne? Bist du um meinen unseren gefallenen Imperator die letzte Ehre zu erweisen? Ja, sicher doch. Solch tragischer Untergang. Explodiert durch seinesgleichen. Nun liegt sein Gemach leer. Das Echo seiner entzückenden Gackans ist längst verklungen. Wenn du Zeichen seiner Errungenschaften mitbringst, können wir sie ihn ausstellen und seine glorreichen Vermächtnis bedenken. Das war ein passender Attribut für seinen Ruhm, nicht? Klar. Das Ernst, meist müsstest du die wertvollsten Artefakte aus Palpatines vergangenen Zeiten bergen. Wandel auf seinen prächtigen Pfad und kehre mit Zeichen seiner Größe. Oh, da muss ich wahrscheinlich um die Erinnerung an den Kanzler P. Hat schon gerade 1 von 10? Da muss ich wahrscheinlich um die ganze Galaxis, ne? Boah. Ja, ja. Hey, das Ding braucht dich doch. Ich hatte den ganzen Weg jetzt hier runter. Das ist doch hier so ein Ding, ne? Hallo? Bleibt das hier? Ne, ne. Erfülle dein Schicksal. Ja, wie wär's mit morgen? Kann ich morgen noch mein Schicksal erfüllen? Der Widerstand muss vernichtet werden, bevor ja. Er Skywalker erreicht. So, oh. Keine Sorge, das mache ich noch. Ich dachte, wir auf die richtige Höhe, weil ich irgendwie so gehört habe, so ein Geräusch, so krach. Ich dachte, wäre vielleicht so die richtige Höhe. Okay. Anfänger, du musst den Kristall bluten, dann wird er rot, was auch immer das bedeutet. Muss er mit Hass erfüllen, irgendwie so. Ganz nicht einfach einen roten Knights of the Old Republic irgendwie. Da gab es irgendwie so Eier, die du kaputt machen konntest. Wenn du die kaputt gemacht hast, dann hast du irgendwie einen Haufen rote Kristalle bekommen. Aber waren dunkle Seitepunkte, die du auch bekommen hast. Ein neues Artefakt, das sich irgendwo in der Galaxis verstecken kann. Vielleicht sollte ich nicht direkt auf den Kristall schauen. Ich fühle mich gleich ein wenig komisch. Nein, schau nicht in das Licht, Harry. Okay. So. Oh, noch. Ganz schön dunkel hier. Oh, der Gonk. Gonkatins große Pläne haben sich Rittern von Rennen anzuschließen, aber in Bewegung abgelehnt, weil zu viel Gonk zu wenig Schrank sein oder so ähnlich. Gonkatin, ich kann es verstehen, aber nichts machen. Wenn Gonkatin nicht in einen stehenden Bande eintreten könne, machen Gonkatin sich eigene Trommelwirbel. Ritter von Gonk, aber nicht viel Bande, nur mit einem Mitglied. Bock für hilfreiche Lakaien, um mehr anzuwerben. Lakai suchen drei fieseste bösartige Gongs in ganzer Galaxis und rekrutieren für glorreich Ritter von Gonk. Du sie im bösen Gonk beim bösen Gonk Dinge tun, schicke zu Gonkatin. Oh, da wird noch die. Da wird noch eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, ne? Die ganzen Quests hier zu machen, ne? So, ist eine Batterie. Ah. Da wird wahrscheinlich hier die Haufen meiner Zeit hier beanspruchen, ne? So, Batterie. Warte. Da. Ne. So. Ey.
Naja, ich glaube, das werden mindestens noch zwei Parts, ne? Außer ich gebe hier gerade Vollgas oder mache einen überlangen Part oder so, ne? Erfülle dein Schicksal. So, was hab ich hier? Ich kann das verwenden, ne? Spiel für den einzig wahren Imperator. Unten, unten, rechts, links. Seine Stimme ist auch vollkommen anders hier, ne? Habe ich so ein Gefühl. Und zwar die ein bisschen anders hier in den anderen Episoden, habe ich so ein Gefühl. Das ist dem einzig wahren Imperator würdig. Bisschen zu ernst war hier als letztes. Okay, du gehst mal auf Nerven damit. Der Widerstand muss vernichtet werden, bevor er Skywalker erreicht. So, irgendwo oben ist eine Datenkarte. No, 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 da oben. Komm ich so da hoch? Ich glaube ja. Und nun, da komme ich nicht hoch, glaube ich. Oh Gott. Aber dazu führt es nicht der offizielle Weg. Komm ich da hoch? Komme ich denn da hoch? Hier so? Aha. Ja. Vorsichtig, vorsichtig. So. Ja. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass ich darüber komme. Komme ich da hin? Ach Gott. Kann ich da drauf oder fahre ich da runter? Da kann ich drauf. Was hat der denn rückwärts? Was macht? Was habt ihr mit diesen Plänen gemacht? Yay! Ja, ne, kommen wir ja auch noch. So, Galaxis Disco. Wie wird das aussehen? Ich habe ein bisschen Angst wegen der Musik, weil letztes Mal mit der Cantina Musik, ne, boah. Letztes Mal mit der Musik hat er nicht so gut ausgegangen, ne? Wenn ich die Musik abstellen könnte, wäre perfekt. Meine Güte. Oh, ich weiß nicht, ob ich die 1 von 6 Ratzo, hallo. Okay, sind noch zu viele Sachen. 2. Gott. So viel Musik immer wieder. Wie sehr an. Na, ich muss sie abstellen. Weißt du, gibt es wieder irgendwelche Probleme, ne? So, habe ich noch irgendwas hier noch nicht aktiviert? Da. Ha. Dann höre ich nicht meine albernen Waffen-Sounds. Nee, war mit dem. Ja, der ist da. Oh mein Gott. Da finde ich immer noch alles am besten. Das ist der beste Effekt hier. Okay. Dann haben wir hier.
Okay. Sogar für da soll eine Plattform sein, aber ich habe Sorge für da sollte eine Plattform sein, aber ich habe mich da durchgecheatet. So, guck mal, was da ist. Muss ja hoch. Ja, man sollte irgendwie nicht so da hoch, aber ich habe es geschafft. Wo ist Boba Fett? Hab ich mit Dings ausgetauscht, ne? Vor dem obersten Anführer. Hat er noch nicht mal irgendwie Blitze oder so? Ja, genau so, ja. Boah, ist Alarm. Voll die Enttäuschung, so wie der echte Snoke. Na ja, mal Cat Bane hier rein. Bei dem seine Schüsse voll broken sind. Exogold. Mit den Schiffen finde ich halt irgendwie witzig, also warum seid ihr Piloten überall? Ich habe schon auf euch gewartet. Du gehörst doch zum euch Piloten finde ich überall in der Galaxis. Man könnte meinen, ihr seid die ganze Zeit mit Schiffen unterwegs. Traumplaneten zu retten, ja? Komm schon, auf keinen Fall hat der Widerstand mich vergessen. Unmöglich. Wir reden hier über mich. Wie wär's also, wenn du dich beeilst und mich hier rausholst? Oh Gott, das wird schon mir voll nerven, ne? Gut, ich kenne den Weg nach oben, aber meine bisherigen Fluchtversuche wurden von diesen unheimlichen, aggressiven Snoke-Klonen vereitelt. Du musst sie mir vom Leib halten. Keine Sorge, ich mach das. Snokismus, was? Snokismus? Ich weiß, es sieht so aus, als hätte ich mich da hinten versteckt. Aber das war nur die Planungsphase, weißt du? Nein. Schaden machen und so. Bestimmt nicht nur weinen. Wenn du das sagst, Kollege. Bin doch nur ich. Meine Güte. Hauptsache, ich muss dich nicht irgendwie. Da kommen die Klone. Er hat mich berührt. Siehst du, was ich meine? Diese Dinger sind total unentspannt. Ja, immer chillen, immer schön locker bleiben, Leute. Noch voll tief entspannen. Mit Klonen rechnet er garantiert nicht. Wo ist der nächste? Hier. Oh nein! Noch ein Angriff der Klone. Nein. Das war ein dämlicher Name. Oh, alle? Nein. Die Luft ist rein. Nicht mehr weit jetzt. Na toll, dann verwölst du dich als nächstes in Snoke. Da ist noch einer, pass auf. Wie möchtest du in meinen Memoiren erwähnt werden? Bescheidener Beschützer, letaler Leibwächter, aufopferungsvoller Aufpasser? Du musst dich nicht sofort entscheiden. Ein ganz toller Typ. Ich will einfach nur der tolle Typ genannt werden. Hier ist das zweite Ding gewesen. Boah. Das ist die Rache der Sith. Also wenn du da oben, was zum? Pass auf dich auf! Pass auf mich auf! Diese Todesschreie! Lass mich in Ruhe, Leute! Ich will nur nach Hause! Puh, oh. Alle! Schnell! Der Ausgang ist gleich da drüben! Nun! Rauf auf diesen völlig gerechtfertigten, gar nicht übertriebenen Riesenaufzug. Wo ist denn der? Oh, ich habe den ja nach oben gefahren. Wenn er denn endlich kommt. Oh, ich wollte da drunter gehen. Gehen wir. Da ist der. Ich glaube, ich lasse mir zu Hause auch so einen einbauen. Ja, ne, wäre cool, oder? Ja, also was ist deine Lieblingsepisode? Oh, frische Luft. Nee, nicht frisch. Unmöglich frisch. So, wer, ich muss jetzt da noch rumfliegen. Hey, komm her, ich glaube, es ist jetzt sicher. Vielen Dank für die Unterstützung.
Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Das Leben eines so berühmten Widerstandskämpfers in den Händen zu halten, war sicher überwältigend, aber du hast es bewundernswert gemeistert. Mein Rücken tut voll weh vom Carrying. Du brauchst mich nicht zur Basis zurückbegleiten. Du würdest nur von meiner heldenhaften Rückkehr ablenken. Ich meine, ich möchte dich nicht noch länger in Anspruch nehmen. Ah, ich glaube, ich sehe da drüben im Nebel einen verlassenen X-Flügler. Etwas Liebe sollte den Vogel wieder in die Luft bringen. Nochmals danke. Okay. Ey. Tschüss. So, Bock ist er weg. Gott sei Dank. So, meine Erkundung geht weiter. Warum haben sie nicht für den direkt irgendwie... Warum haben sie den nicht irgendwie hier rein eingepackt, so als... Stimmt, als Charakter. Hey, wir haben alle Helden. Statt so einen Namenlosen. Wir müssen ja die Originalstimme. Ich nehme mal mit Englisch... Es hat ein bisschen 98 im Englischen, nehmen die ein bisschen ernster mit den Stimmen, ne? Wollen halt die Originalstimmen, ne? Aber hier hätten sie halt, ja, bringt ja nichts, die Englische ist ja original. So, ich da runter, lass mich, nein, ich will da runter, ich wusste, hat da passieren. Ah! Muss genau da passieren werde. Ich will gar nicht darunter. Da. Abstieg in die Dunkelheit. Boah, ist so dunkel gerade, ne? So. Oh, noch 19. Ah. Oh, hier. Habe ich hier eine... Nö. Was? Und nun? Niemals. Der Widerstand muss vernichtet werden, bevor er Skywalker erreicht. Oh, da sehe ich auch. Da ist ein Kabelchen. Schatz im Tunnel. Der Widerstand muss vernichtet werden, bevor er Skywalker erreicht. Ja, kannst du mal den Mund halten? Wo sind wir denn hier noch? Oh, guck mal da. Wo ist der Wookie? Der Wookie fehlt mir ja noch. Na, bist du hier? Ja. Natürlich kann ich das. Ich bin schließlich alles Sith. Da muss ich den Thron zusammenbauen. Nehmen. Möchte er seinen Thron wieder zusammenbauen? Gibt es in den Lego Form? Ich frage mich, ob einige Sachen, die hier sind, ob die überhaupt in Lego Form existieren. Alle wahrscheinlich nicht, ne? Also bestimmt ein paar Ideen hier, die sie reinpacken können. In Sachen Lego, ne? Sehe da, der Thron ist jetzt mein. Leider ist der Schaden schwer und die Verbindung zur Macht schwankend. Vielleicht einige Reparaturen und Ruhm wiederherstellen und den Kram wieder funktionstüchtig machen. Du weißt, wegen all der dunklen Sith-Magie und was weiß ich noch. Das ist alles unersprechlich böse. Ich werde dir die Details ersparen. Okay. Also, ich dachte, ich bin fertig. Boah. Fehlt noch ein Teil. Gott, ist irgendwas da oben, außer das Schildchen. So, ey! So, verschwunden. So, was ist das letzte Teil hier? Ein, ne?
Sieht aus wie ein, das noch fehlt. Da. Ja, als würde sich selber mehr weh tun als irgendwas anderes. Jetzt, ah, mein Thron ist fertig. Nein, du Stück, da wollte ich sitzen. Du kannst das nicht richtig, geh weg da. Was ist denn hier los? Oh. Ein neues Artefakt, das sich irgendwo in der Galaxis verstecken kann. Die Stimmung hat sich dank unseren Handarbeiten am Thron sicherlich verbessert. Ist ja ein paar aus dem Haus, sollen die Sith spielen. Boah. Oh. Mein Gott. Im Spiel tun die ganz schön oft tanzen, die Leute. Es wird ja oft getanzt in diesem Spiel. Halt. Ist eine Granate. Eine scharfe Granate. Ein Kinderspiel für den einzigen. Ach, hier ruft jemand um Hilfe. Das bin ich. Ich habe gedacht, das wäre der Typ da gerade, für nicht den Thron zusammengebaut hat. Aber anscheinend irgendwie ist da jemand anders am Ruf. Keine Sorge, Mr. Bones rettet dich. Vor diesem Stein. Der Imperator sei gepriesen. Ich bin frei. Du hast schon vor, mich zu befreien, richtig? Es war nicht nur eine Folge der Plünderung unserer wertvollen Bahn, nicht wahr? Doch. Aber sagt ihm das nicht, ne? Sonst hab ich hab's vergessen. Ich glaube, ich muss da eher den Weg hoch, ne? So, ich dachte, ich würde gerade alles Sith spielen. Bin wieder da. Stell mir echt irgendwie vor, dass die Filmversion von Palpatine halt auch gesagt hätte, als er wieder belebt wurde. Irgendwie. ja, ich bin's. Bin da, wer noch? Ja, ein Ding brauche ich noch. Da. Ich frage mich, ob man freischalte mit den 100% Dingen da auf Yavin. Schon die Super Disco oder irgendwie sowas, ne? Ich frage mich, was das ist. In alten Lego Spielen gab es auch immer sowas, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht mehr, was man da freigeschaltet hat. Komm. Ach komm, Mann. Hier kann ich das so? Ne, ich war noch so ein blödes Teil. Irgendwo hier, ich wollte schon sagen, irgendwo hier war eins. Ne, boah. Ich wollte schon sagen, mach die Dinger nicht. Gehst du da hoch, Kollege? Ich habe doch gerade gesehen, wie ich das. Da gehst du jetzt da hinten oder nicht? Meine Güte. Ich habe die ganze Zeit drauf geguckt, aber der hat das nicht gemacht. So. Ha. Und hopp. Ein Kinderspiel für den einzig wahren Imperator. Irgendwie komme ich doch nicht. Warte mal, da komme ich doch gar nicht dran. Was? Hä? Fehlt so ein Stäbchen, oder? Meine Güte. Fehlt so ein Stab. Oh, wo finde ich denn das? Oder? Ist aber auch so dunkel, ich sehe nichts. Genau da. Muss schon sagen. Das Ding. So, vorsichtig und dann sprengen.
hier rüber und dann einmal hier rüber und zack, und das war nicht weit genug, aber hat gereicht. Und boom. Unnatürliche Tunnelfähigkeit. Die dunkle Seite der Macht hat viele Fähigkeiten, die manch einer als unnatürlich bezeichnen würde. Und den Wookie werde ich hier nie finden, ne? Nicht in dem Dunkeln hier. Und ja, ich weiß, das war nicht das richtige Zitat, aber meine Güte. Der Vegas hat es schon letztens gesagt, die deutsche Version von Star Wars ist nicht so memeable. Ja, stimme ich voll und ganz zu. Das ist vorbei, Anakin. Ich habe den höheren Grund. Nein, nicht da oben ist irgendwie was. Oh, nein, ich will da nicht. Ah, Mr. Bones, Mr. Bones. So, acht Dinger noch. Ein Schiff ist hier irgendwo noch. Ich finde aber immer noch ein paar Schiffe. Wo ist der Wookie? Den Wookie müssen wir auch noch mal finden. Ich doch normalerweise mal. Mr. Bones, Mr. Bones. Hey! Ich meine, das ist dieser eine General, ne, den wir da in Episode 9 gesehen haben, ne? Nicht Grand Moff Tarkin, ne? Grand Buff Tarkin. Wo ist der Wookie? Den Wookie kriegen wir, glaube ich, auch als Charakter dann, ne? Oh, jetzt nochmal die Klappe. Oh, hier waren wir, glaube ich, gar nicht, ne? Wo ist der Wookie? Den sieht man doch irgendwo auf der Karte, oder? Der hat doch so ein spezielles Zeichen irgendwie, ne? Glaube ich. Das Schiff ist irgendwo da gewesen, habe ich gesehen. Hier sind alles so Sprechblasen, das ist, glaube ich. Der ist doch hier auf Exo. Was ist eigentlich diese andere Sache, die mir noch fehlt? Hier ist irgendwie was Neues, ne? Wo ist der Wookie? Leidenschaftlicher Leser. Ist alle, oh, ich soll sie sogar alle lesen. Wo ist der Wookie? Ich soll sie sogar alle lesen. Oh. Na gut, machen wir. Verschwinden ja auf der Karte. Krieseneinsatz. DJ Sidious. Die Plattensammlung des Imperators soll zugunsten der Stiftung Zulagen für alle Rancorn gespendet werden, damit es den Lieblingstierchen unseres Lords auch weiterhin gut geht. Aha. Ah, die verschwinden sogar, oder die werden ausgegraut, wenn ich die mit denen geredet habe. Ausgezeichnet. Das macht es ein bisschen einfacher. Also, ich habe schon gefragt. Hey, ist das letzte Ding, glaube ich, teilt euch. Ah, gehen wir direkt da eins der letzten Schiffe. Ne? Mag all die X, Y-Flügler weg. Oh, Y-Wings. Warte mal. Da waren... Krieg ich Punkteabzug, wenn ich die abschieße? Nein. Ja, die sahen aus wie Imperiale. Ja, sind nicht Imperiale, das sind Publik, ne? Zeichen, hat der Publik. Die Imperiale und die Republik sehen ja ein bisschen... den fast gleich aus, ne? Weil die Republik zum Imperium wurde, ne? Ein bisschen gleich aus. Gold. Zitadelle zerschießen. Haben wir einen Teidolch freigeschaltet. Und jetzt haben wir ihn gekauft. Da kommt definitiv noch eine Folge, ne? Krieseneinsatz, Ausgabe der Klone, der das Klonwoche-Abo des Imperators muss noch vor Ende der Frist abbestellt werden. So, warte mal. Und da fehlt mir doch auch nicht. Gab's dafür nicht auch irgendwie alle Dinger? Ach, die werden gar nicht angezeigt. Okay. Aber wir haben alle Rennen und Prüfungen abgeschlossen. Boah, drei Puzzle fehlen uns noch.
Machen wir neue zwei Missionen. Ah. Weiß nicht, wir sind bald fertig. Da muss ich aber immer noch diese blöden Viecher finden, auf die ich reiten muss, ne? Irgendwie fehlt mir ja noch irgendwie ein Reitviech. Oder zwei oder drei oder so. Keine Ahnung, aber ich könnte schwören, ich bin auf jeden Ding geritten. Da muss ich dann wahrscheinlich noch mal nachgucken, weil ich könnte schwören, ich bin eigentlich auf alles geritten auf in diesem Spiel. Dafür gibt es nämlich auch eine Trophäe. Ich gucke nach diesem Partner, welche Trophäen mir alle fehlen. Ne? Dann tun wir mal live hier die Platin-Trophäe holen. Ne? Wäre natürlich nicht schlecht. So, wo ist der Wookie? Warte mal, ich muss mit den Tafeln hier reden. Ich muss mit den Tafeln reden, genau. So, du bist keine Tafel, du interessierst mich nicht. Der Widerstand muss vernichtet werden, bevor er Skywalker erreicht. Hast du schon vorher hier? Ich hätte gehofft, die Klonpraktiken unseres lieben, verblichenen Imperators perfektionieren zu können. Aber leider ist das Einzige, was ich perfektioniert habe, Misserfolg. Meine Klone von Klonen sind nicht als billige Imitation. Billig, gefährlich und vor allem in unseren schönen Zitadellen Amok laufen. Wie soll ich nur unter diesen Bedingungen arbeiten? Tu etwas gegen diese Durcheinander, das ich angerichtet habe. Die fünf Klone, die ihr sucht, ähneln Snoke in dem Bottich da drüben. Aber mit einigen sagen wir Macken. Komm wieder, wenn du alle Fehlschüsse ausgelöst hast. Angriff des Klon, der Klon Snokes. Okay, ich habe auch gerade einen erschaffen, also. Oh. Aber die haben alle verschiedene Hüte an. Okay, machen wir. So, dich muss ich lesen. Kriseneinsatz Skytalker. Die gesamte Nachkommenschaft des Skywalkers ist zu beobachten, damit die willensschwächsten Individuen bestimmt werden können. Wahrscheinlich die blassesten oder die mit den ungepflegtesten Ponyschnitt. Hey. Habt ihr denn gegen Ponys? Sind voll die majestätischen Tiere. Am liebsten habe ich ja Erdponys von My Little Pony. Das ist meine Lieblingsrasse in der Serie. So, ich glaube, da ist noch eine Platte oder ist das der Typ? Hey, also da kann man irgendwie runter. Mich da schon mal runtergegangen. Da ist der Wookie, oder? Oder ist er die Platte? Ah, ich dachte, ich hätte jetzt den Wookie gefunden. Kriseneinsatz Spuk für Luke. Als Gegenleistung für seinen Anteil in der Niederlage des Imperators soll Luke S. auf einfallreiche Art und Weise erschreckt und gefoppt werden. Aus dunklen Ecken hervorspringen und Bu rufen reicht aber nicht dich. Ah. Ja, warum die nicht Luke einfach? Haben die eigentlich nicht Luke irgendwie geklont? Das wäre auch cool gewesen, ne? Guck mal da, was haben wir denn da noch? Ist ja auch noch runter. Zwei. So, nicht hier, ne? Ne, Türen. Du wirst die Macht der dunklen Seite spüren. Eine Erschütterung der Macht. Das kann ich nutzen. Ausgrabung auf Exegol. Wow. Okay. So halt. Nee, da war er. Oh, ich glaube, oder? Ne, ich habe gedacht, auf den Rohren wäre hier irgendwo der Wookie jetzt drauf. Hier ist eine irgendwo unter mir ist hier eine Sprechblase. Du hier? Ne. Seht ihr auf der Karte? Irgendwas ist hier so unter oder über mir. Da oben oder hier unten soll ja unten dann irgendwo sein, ne? Nee. Karte ist nichts.
Da seht ihr ja diese Sprechblase da auf der Karte. Hey, irgendwann ist hier. Ne, er ist auf dieser Ebene anscheinend. Sagt er ja, aber ich kann mit ihm nicht reden. Oh. Erfülle dein Schicksal. So, bist du der Snoke hier? Bist du? Ich habe gerade eine Sekunde vom Bildschirm weggeguckt und dann war er auf einmal weg. Er hat sich gerade wegteleportiert. Ja. Wutausbrüche übersteigen maximale Kapazität. Wohin ist noch? Okay, all die Sith wird das schon schaffen. Egal, die Zahlen sind nicht zu meinen Gunsten. Ich kreise doch, okay, dann setze seine Blitze ein. Alle Systeme waren runter. Okay. Hab ich glaube, da war man noch nicht, ne? Sind wir hier schon untergegangen? Ich glaube nicht, ne? Boah. Doch, super. Das habe ich gelesen. Weiß nicht, wie viele mir fehlen. Ich glaube, die Hälfte habe ich schon, ne? Also ja, dann müssen wir die letzte Level noch mal gleich machen. Also für mich ist das gleich, bevor ich setze am nächsten Tag, aber ja. Da müssen wir halt hier noch die Herausforderung und die Minikits dann zu machen, ne? Und ich hoffe, ich krieg die ja noch beim im freien Spiel, ne? Ich darf irgendwie, glaube ich, gar nicht sterben. Kampf gegen die Ritter von Rennen, ne? Das wird dann nicht einfach wird, weil ich mache dann einfach den hier die ganze Zeit, ne? Ich werfe die ganze Zeit mein Lichtschwert auf die und spiele sehr vorsichtig. Wird er ja wohl irgendwie klappen. Wo ist? Okay, ich glaube, wir kümmern uns erstmal um die Snokes, ne? Snocken wir mal die Snokes hier weg, ne? Ich muss sagen, Kameraden, es macht mir Spaß, diese Zier. Ich muss sagen, Kameraden, intellektueller Snoke. Spaß, diese ziervolle Zitat. Es tut mir schrecklich leid, aber ich fürchte, ich muss dich leider vom Angesicht des Planeten entfernen. Alali! Halt die Klappe. Oh mein Gott, der hat ja mehr Screen Time als in dem Film, ey. Ich finde irgendwelche so Leute so summen. Ich bin ein Gelehrter. Alter. Warum ist dieser Kampf so ewig inszeniert hier? Noch mehr Kaffee und Kufen für den guten Herrn Kronleuchter, wenn es beliebt, Mariechen Käfer. Was? Was war das? Ich habe alles kurz und klein, kurz und klein, kurz und klein, schneller Snoke stand da gerade. Was? Kriseneinsatz, Flüssigkeitsaushalt, Haushalt. Die Hauspflanzen des Imperators sind in einer Abwesenheit korrekt zu pflegen und regelmäßig zu gießen. Keine Ausreden. Ach, guck mal, da unten geht es ja noch weiter. Wenn der Wookie nicht hier ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Weil es ja runtergeht. Meine Güte, was ist denn hier? Was habe ich mich nicht klonen lassen? Ich brauche nicht das Ding, ja, hallo? Einfach den hier. Meins dunkelsten Tiefen. Ich werde sehr zurück. Wie komme ich jetzt hier zurück? Was? Ich weiß, man kann den Charakter wechseln, aber ja, ich wollte schon sagen, ja, kann man doch bestimmt irgendwas bauen, ne? Ich würde sagen, wie soll man denn hier zurückkommen?
Meine Güte. Ah, jetzt gehen wir den ganzen Weg nach oben. Oh. So, wo ist der kleine Slug? Da ist der Wookie. Glaube ich. Ist er da? Bin wieder da. Oh, du hast mich gefunden. Hier wird mir richtig mulmig. Das ständige Blitzen, das große schwebende Steingebäude, die seltsamen Geräusche überall. Dies wird mein einziger Besuch auf Exegol bleiben. Wo ist der Wookie? Yay. Boom, haben wir auch abgeschlossen. Dafür kriegen wir noch nicht mehr Trophäe. Wandern, okay. Wo ist er? Schneller Snoke. Oh nein, das tust du nicht. Niemand wird den allerschnellsten Snoke aufhalten. Nein, nein, nein. Oh, ich sehe schon, was ich machen muss, ne? Ich muss dich wahrscheinlich verfolgen, oder? Ja, ich muss dich verfolgen. Das ist der Snoke auf Helium. Das ist nicht schnell Snoke, das ist der Snoke auf Helium. Mein würdiger Schüler, Sohn der Finsternis, Thronfolger von Lord Vader, wo es einen Konflikt gab, sehe ich jetzt eine Lösung. Wo es Schwäche gab, nun Stärke. Ende der Ausbildung und erfülle dein Komm näher, näher, so, also näher, näher, mein Kind. Komm näher. Hohes, ungezähmtes Talent. Kaputt. Hohes, ungezähmtes Talent. Hohes, ungezähmtes Talent. Ironischerweise ist er gar nicht so schnell. Ich kann voll einfach verfolgen, ey. Mal gesehen, wie die schneller waren, die Leute. Warte, ey. Ja, hier ausgetrickst. Komm näher, 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 näher. Oh, bitte sag grad nicht in so eine Stimme, das klingt merkwürdig. Mein würdiger Schüler, Sohn der Finsternis, Thronfolger von Lord Wade, wünsch mir eine schnelle Genesung. Alles klar. So, haben wir die anderen beiden auch noch. Ich habe ja alles kurz und klein, kurz und klein, kurz und klein. Ja, so ist null. Ja, sehr erwidert. Liebe Länder, ist das ihnen ein Äffchen? Er spricht noch mechanisch. Er spricht noch mechanisch. Warum hat denn der Baguette? Der hat auch die Baguette nicht Schwerter an. Dann habe ich mich da erledigt. Oh, ist aber nett von dir. So, Kriseneinsatz. Nur mit Einladung. Alle, die den Imperator und den Sith treu geben sind, möchten in den unbekannten Regionen reisen. Nähere dazu zur Sith-Fete bei Ankunft. Kleiderordnung, dunkle Robe. Cool. So, jetzt was Grünes, was? So, ist ja auch so ein Schild. Zum da oben. Kriseneinsatz. Siftinische Kapelle mit dem Renovierungsarbeiten an der Zitadelle auf Exegol beginnen. Sie soll uns als Heim dienen und den Veranstaltungsort für die große Rückkehr des Imperators werden. Und bitte putzen, wenn es geht. Alles klar. So, zwei Dinger fehlen hier noch. Wo sind die? Und der eine Snoke fehlt uns noch. Das ist ausgegraut. Problem ist,
Warte, hier soll irgendwo eine sein. Oder irgendetwas zum Lesen oder Sprechen oder so, keine Ahnung. Nein, ich meine, die Quests werden wir beim nächsten Mal tackeln. Das dürfte dann auch schon der letzte Part sein beim nächsten Mal, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Dann wird ja ganz offensichtlich nichts mehr heute, ne? Aber gucken wir mal. So. So, wo ist denn der letzte Snoke? Ich kann ja die beiden Dinger offscreen irgendwie suchen und so und dann sagen so, hey, ich hab's gefunden. Oben, ich glaube, ich muss wieder nach ganz oben, ne? Den Aufzug oder so. Da kann ich gar nicht hin. Boah. Ja. Ist nur ein Ding. Eine Sekunde. Ja. Kriseneinsatz. Krakensee. Mass Ermenak lokalisieren und ihm die Aufzeichnung vom Krakensee abnehmen, die er sich vom Imperator geborgt hat. Er scheint zu denken, sie wäre ein Geschenk gewesen. Also das ist so, ich finde das so lustig hier so, das persönliche Leben von Imperator Palpatine, ne, so darzustellen. Ich habe den letzten Snoke finden wir jetzt nicht mehr, ne? Ich würde ihn gerne noch erledigen heute. Da muss ich nach ganz oben, ne? Ich glaube, ich muss da ganz oben hin. Ich folge mal dem Ding hier. Kriegen wir den noch? Das letzte Schild hole ich beim nächsten Mal. Vielleicht ist das letzte Schild auch ganz oben, ne? Kann auch sein. Mal schauen. Ach, jetzt muss ich hier wieder auf den Ding warten. Okay. Auf irgendeine Weise ist es ja cool gewesen, dass der Imperator zurückgekommen ist, ne? Also in allen Filmen der Bösewicht war, ne? Ganz offensichtlich wusste ja jeder, was los war, ne? So, hier ist irgendwo noch ein Stein. Ich bin gar nicht auf die Seite hingegangen, ne? Also ganz abseits hier was anscheinend. Wow. Blitz, helle Reflexe. Aber okay, das hätte mich gewonshottet, alles klar. Das wird langsam Routine. So, ich glaube, er ist doch hier, ist er irgendwo, ne? Doch hier ist er irgendwo. Groove Snoke. Nein, ich wollte eigentlich auf dich werfen. Aua. Ist das zu fassen? Aua. Was ist denn hier los? Ich will das Ding eigentlich hier die ganze Zeit auf dich werfen. Wo bist du? Ist das zu fassen? Groovy. Was ab, ey. Ich werde dich total vernichten, Mann. Ne. Ja, irgendwie komme ich nicht hier an den ran. Ich will die Dinger annehmen und. Du machst mich wahnsinnig. Du darfst mich crazy. Dabei habe ich meine Angriffe und so was alles verstärkt und so, ne? Aber. Ja, ich meine, Angriff alle so verstärkt, weil wir wenig mehr abziehen, ne? Ja, warte. Nein. Bereit für eine heiße Sohle, du selbsthassender Clown? Oh Mann. Ah, geht ein bisschen schneller. Ja, komm her, Stück. Du bist echt. So, erledigt. Ja, Dirk.
Das sind fanatische Klappern des Scheiterns. Es ist nicht länger in diesen Hallen zu hören. Ihr habt die katastrophalen Klone endgültig zum Schweigen gebracht, nicht wahr? Jetzt kann ich endlich meine Arbeit in Frieden fortsetzen. Fürchte nicht, denn ich habe meine Aufmerksamkeit auf das Klon weniger unberechenbares Objekte gelenkt, wie mich selbst. Ich habe sogar einen übrig, den ich euch als Dankbarkeit für eure Dienste gewähren möchte. Alles klar. Erlebe meine Macht. Und boom. Cool. Na gut, dann würde ich sagen, das war's aber für diese Folge. Ne? 4 Aufträge nur noch. Alle Dinge hier abgeschlossen. Cool. Alle Puzzles abgeschlossen, weil noch 4 Nebenaufträge. Alles klar. So, ich werde mal nachgucken, wo das hier mit diesen blöden Dingens ist, ne, mit dem blöden Reittieren, ne, weil das stört mich ein bisschen. Damit das noch fehlt. Ich habe anscheinend noch nicht auf alle Reittiere hier geritten. Bin noch nicht auf die drauf gestiegen oder was auch immer. Aber ja, da werde ich ja mal offscreen selber suchen, ne, oder nachschauen, weil meine Güte, schaue ich dann eben nach, ist doch jetzt auch egal, ne. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir höchstwahrscheinlich das Spiel abschließen und uns hier alle Klamotten 100%, die Platin-Trophäe und alles so durch hier aneignen werden. Ne? Gut. Das wollt ihr bestimmt nicht verpassen. Ne? Also ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.